Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst sein lassen. Die erste Verfilmung liegt mehr als 50 Jahre zurück. Jetzt kommt das Tagebuch der Anne Frank in einer neuen Version ins Heimkino. Aus dem Kontrast zwischen dem Coming of Age einer Pubertierenden und der tödlichen Bedrohung der Judenvernichtung entsteht eine feinfühlige Entwicklungsgeschichte. Emotionale, zeitgeschichtliche Aufklärung im besten Sinne. Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar. Mr. Red, mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun.